In diesem Video dreht sich alles um die Basics der Reproduktionsachse. Die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse, also kurz HPG-Achse, bezieht sich auf die Verbindung zwischen dem Hypothalamus, der Hypophyse und den Keimdrüsen. Das Gonadotropin-Releasing-Hormon, kurz GnRH. Das Gonadotropin-Releasing-Hormon wird im Hypothalamus gebildet und stimuliert in der Adenohypophyse die Produktion und die Freisetzung der sogenannten Gonadotropine, also FSH und LH. Die Regulation der Achse. Östrogen und Inhibin wirken negativ auf FSH. Das bedeutet, wenn genug Östrogen und Inhibin da ist, hemmt das die FSH-Bildung und ist somit ein negativer Feedback-Mechanismus. Das LH hat einen negativen Feedback auf die FSH-Bildung.